dabei seid bei Purzel Cake. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch ein paar Rezepte mit Kastanien, Maronen zeige. Und unter anderem hatte ich euch ja schon die Maronensuppe gezeigt oder Maronenmus. Und heute möchte ich euch eine Tortenfüllung mit einer Maronencreme zeigen. Die ist total lecker. Ich freue mich sehr darauf. Zum Zweiten werde ich eine neue Glasur ausprobieren. Das habe ich im Internet gesehen. So eine Schoko-Glanzglasur, die dann nach dem Abtrocknen, Abtropfen genauso glänzt wie beim frisch Begießen. Und ich bin da echt mal neugierig drauf. Hatte ich vorher selber noch nicht gemacht. Also toi toi toi, ob es überhaupt funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und probiert das unbedingt mit der Maronencreme mal aus. Für unsere Maronencreme brauchen wir 300 Gramm Maronenmus. Wie ich den Maronenmus gemacht habe, zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Dann brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, etwas Puderzucker, je nachdem wie süß euer Maronenmus ist, braucht ihr keinen Zucker mehr. Dann brauchen wir noch 200 ml Sahne und 2 Esslöffel braunen Rum. Als erstes schlagen wir die Sahne auf und stellen sie zur Seite, am besten in den Kühlschrank. Als nächstes nehmen wir die Mascarpone und verrühren die Mascarpone nun mit dem Maronenmus. Dabei könnt ihr schon abschmecken, ob euch das Ganze süß genug ist. Wenn ja, dann braucht ihr keinen Puderzucker mehr reinmachen. Ansonsten gebt ihr teelöffelweise immer so viel Puderzucker dazu, bis ihr die Süße erreicht habt, die ihr haben wollt. Genauso haltet ihr das auch mit dem Rum. Ich habe hier 2 Esslöffel Rum reingetan. Wer natürlich den Alkoholgeschmack nicht so mag in Kuchen, der kann weniger oder halt auch ganz weglassen. Ich finde, das hebt das Ganze nochmal etwas. Wenn ihr zu viel von dem Alkohol reinmacht, schmeckt man sonst nichts anderes mehr. Das wäre halt schade, deswegen schmeckt es ab, wie es euch am besten gefällt. Bei mir waren es jetzt 2 Esslöffel und ich fand, das war gerade so die perfekte Menge dafür. Zum Schluss wird die Sahne, die wir vorher schon geschlagen haben, einfach untergehoben und dann ist die Maronencreme eigentlich schon fertig. Nun befüllen wir einfach unsere Torte. Dazu gebe ich jetzt den Tortenboden auf eine Platte, mache meinen Tortenring drumherum, dass auch nichts rauslaufen kann und bestreiche dann Schicht für Schicht die Torte mit der Maronencreme. Das Ganze stelle ich danach dann etwa für ein paar Stunden in den Kühlschrank, dass sie einmal ordentlich durchkühlen kann. Mit der übrig gebliebenen Maronencreme streiche ich die Torte nun auch von außen nochmal mit der Creme ein, einfach nur, um ein wenig die Krümel zu binden. Auch das stelle ich nochmal kurz in den Kühlschrank und bereite in der Zwischenzeit schon mal meine Glasur vor.
Für unsere tolle Glanz-Schokoglasur brauchen wir 150 Gramm Schokolade. Ich habe jetzt hier Bitterschokolade genommen. Dann brauchen wir 225 Gramm Zucker, 125 Milliliter Wasser, etwa 65 Milliliter Sahne, 30 Gramm Backkakao und 6 Blatt Gelatine. Ihr könnt natürlich auch die gemahlene Gelatine nehmen, das ist egal. Als erstes nehmen wir das Wasser und kochen das zusammen mit dem Zucker zu einem Zuckersirup. Bis der Zucker seine richtige Temperatur hat, warten wir ab, bis der Zucker kocht und lassen ihn dann auf mittlerer Hitze etwa 8 Minuten weiterköcheln und dann hat er etwa die gewünschte Temperatur. Für jemanden, der kein Zuckerthermometer hat, ist das die beste Variante, das einfach auf Zeit zu machen. Also circa 8 Minuten köcheln lassen, am besten auf mittlerer Hitze, dass euch das Ganze nicht anbrennt. Dann schalten wir den Herd aus und geben die Schokostücke dazu, die dann schön in diesem Zuckersirup schmelzen. Als nächstes geben wir den Backkakao dazu und rühren den auch nochmal in diese Schoko-Zuckermasse. In der Zwischenzeit nehme ich dann die Gelatine und weiche die schon mal in kaltem Wasser auf, so wie es halt auf der Packungsanleitung bei euch draufsteht, je nachdem, ob ihr jetzt die gemahlene oder die Blattgelatine nehmt. So, als nächstes geben wir dann die Sahne dazu, die rühren wir auch schön ein und dann dürfte die Gelatine schon soweit sein. Und die geben wir dann auch dazu, dass sie schön in dieser heißen Schokomasse schmelzen kann. Und dann rühren wir die Gelatine auch gut ein. Hier gehe ich nun einmal mit dem Pürierstab durch, damit auch wirklich ja keine Klumpen mehr sind und die ganze Schokomasse eine schön zarte, cremige Masse ist und gebe das Ganze zur Sicherheit nochmal durch ein Sieb, um ja keine Klümpchen mehr darin zu haben. Weil nachher, wenn wir das über die Torte gießen, würde man das sonst sehen und das wollen wir ja nicht. In der Zwischenzeit hat die Schokolade auch die richtige Temperatur erreicht. Jetzt habe ich meine Torte auf ein Tortengitter gestellt und das Ganze in ein Backblech, um die Schokolade, die runtertropft, aufzufangen, damit das Ganze hier jetzt nicht so eine Riesensauerei wird. Und gieße dann schön gleichmäßig die Schokolade über die kalte Torte drüber. Das wird dann auch recht schnell fest, beziehungsweise es wird nicht direkt fest, sondern irgendwann fließt es halt einfach nicht mehr ab, aber die ganze Masse bleibt soweit das geht schon weich, was nachher beim Essen sehr, sehr angenehm ist. Hier seht ihr, die Torte ist jetzt schon gut abgetrocknet und die Schokolade läuft auch nicht mehr ab und sie hat den Glanz nach wie vor behalten und es bleibt auch so. Das sieht echt total schick aus, wie als wäre die Schokolade nach wie vor flüssig. Und da die Oberfläche sehr empfindlich auf Druckstellen ist, wie ihr da jetzt gerade auch seht, habe ich mir mit einem kleinen Schaschlikspieß mit kleinen Punkten markiert, wo meine Schneeflocken hin sollen, weil wenn die einmal an dieser Masse dran sind, kriegt man die nicht mehr ab, ohne die ganze Glasur zu verunstalten. Deswegen habe ich das mir ein bisschen vorgezeichnet, wo was jetzt hin soll, damit das Ganze auch schön hält. Ihr seht, ich kann die Schneeflocken auf der Masse noch verschieben, also die Masse ist wirklich sehr weich und super lecker schokoladig. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Und dieser Schokoglanz ist auch natürlich ein richtiger Hingucker. Die Schneeflocken habe ich einfach aus weißem Fondant ausgestochen. Ich habe da so eine Schneeflockenausstechform.
Und damit habe ich einfach meine ganzen Schneeflocken ausgestochen, damit sie auch schön gleichmäßig sind und die dann direkt so auf die Torte gegeben. Hier habe ich mit Lebensmittelglitzerpuder die Schneeflocken noch ein bisschen bepinselt mit etwas Glitzer. Kommt leider auf dem Video gar nicht so raus, aber die haben wunderschön geglitzert. Schade, dass man es auf den Fotos und auf dem Video nicht so sieht. Aber letztendlich ist das jetzt auch nicht so wichtig und geschmacklich macht das natürlich auch nichts. Und fertig ist die Schneeflocken-Rieseltorte. Schneeflockentorte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Maronencreme ist natürlich super lecker geworden und von der Glasur bin ich auch echt begeistert, wie toll die nach wie vor glänzt. Sie ist sehr weich, sehr empfindlich, aber wenn man nicht so dicke, tollpatschige Finger wie ich hat, dann schafft man das bestimmt auch, sie zu dekorieren, ohne ein paar Macken reinzumachen. Von daher probiert es selbst mal aus, sagt mir, wie sie euch geschmeckt hat. Vielleicht wisst ihr ja sogar, wie diese Glasur heißt. Mir ist der Name entfallen. Ich habe das nur im Internet gesehen und wollte es unbedingt mal ausprobieren. Zudem hat das zu dem Thema auch ganz gut gepasst. Ich fand diesen Effekt auch total süß, dass wenn man die Torte dreht, dass es aussieht, wie als würde der Schnee runterrieseln. Zumindest sollte es so aussehen. Klar, es ist nicht perfekt geworden, aber man erkennt, was ich damit zeigen wollte. Von daher fand ich die Torte doch schon sehr gelungen. Ich freue mich gleich auf ein Stück von meiner Maronencremetorte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Ich freue mich natürlich auch auf Kommentare, eure Abos. Und wenn ihr tolle Weihnachtstorten gezaubert habt, freue ich mich natürlich über eure Rezepte, eure Bilder. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Purzelcake. Tschüss!